Wir lernen, wie interaktive Kurse mit LiaScript erstellt werden können. Wie und wo können Inhalte direkt über den Browser oder dezentral gespeichert und geteilt werden und welche Möglichkeiten ein LiaScript-Klassenraum bietet. Wenn noch Zeit bleibt, dann zeigen wir euch, wie ihr euren Kurs auch direkt in Moodle und andere LMS einbetten und ChatGPT als Co-Author nutzen könnt. Für jeden, der uns eine einfachere Möglichkeit zeigt, wie man ein Quiz oder Umfragen erstellt, für den übernehmen wir die Tagungsgebühren. Viele VR- und AR-Projekte können direkt als Link eingebaut werden. Das gleiche gilt für externe Experimente. Programmieren kann man auf viele verschiedene Arten. Noten können ebenfalls als eine Programmiersprache für Musik gesehen werden, mit denen man experimentieren kann. LiaScript-Kurse werden dezentral gespeichert. Jeder behält die Rechte an seinem Werk und kann diese mit anderen über verschiedene Kanäle teilen. Unsere Hosts in dieser Session.
Telefondokument, das dann im Bereich Danke, cool.